In der heutigen Tegut-Spurensuche geht es um das neue Ladenkonzept 2014. Ich habe den Pilotmarkt in Wiesbaden besucht und mir vor Ort selbst ein Bild vom komplett neu gestalteten Tegut gemacht. Mein Name ist Jeremias Hockel, ich bin Tegut-Reporter und begebe mich für euch auf Spurensuche, um mehr über die Produkte und Aktionen von Tegut zu erfahren. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Tegut Spurensuche hier aus der Richard-Wagner-Straße in Wiesbaden. Nach rund 6 Wochen Umbauphase ist der Pilotmarkt mit dem neuen Ladenkonzept fertig geworden und ich schaue mir das Ganze heute mal etwas genauer an. Ganz anders als beim alten Ladenkonzept mit dem offen gestalteten Marktplatz am Eingang, der alle Wege durch den Markt ermöglichte, findet man hier im neuen Konzept jetzt eine eingezogene Zwischenwand. Diese lenkt den Kunden durch den Markt und hin zu den Frische- und Bedienungstheken. Auf den ersten Blick fällt auch schon das hell lasierte Holz auf. Dieses bestimmt die neue Optik und strahlt Wärme und Natürlichkeit aus. An der Tegut-Backstation visualisiert ein Farbcode die unterschiedlichen Preisklassen. Cyan steht für den kleinsten Preis, Aubergine für das Mittelpreissegment und Grün für Bioartikel. Das Backwarensortiment wurde gebündelt und nun findet man direkt gegenüber auch die herkömmliche SB-Ware. Die 3 freistehenden Thekenelemente in Form von Edelstahltischen, welche auch den Blick auf den Boden und den Bereich dahinter freigeben, präsentieren auf 12,5 Metern Fisch, Feinkost, Käse sowie Wurst und Fleisch und wirken durch die unterteilten Zwischengänge sehr aufgelockert. Die Devise: weniger ist mehr. Ganz neu ist auch die Kaffeestation. Hier kann sich der Kunde jederzeit einen Kaffee nehmen und dank Becherhalter den ganzen Einkauf über genießen. Und der Kaffee wird dann erst an der Kasse bezahlt. Die kürzeren Gänge im Trockensortiment bringen mehr Übersichtlichkeit und lassen den Kunden auf einen Blick erkennen, welche Produkte in welchem Gang zu finden sind. Neu sind auch die hölzernen Gondelköpfe, in denen sich die wöchentlichen Angebote wiederfinden. Der Dot, welchen man schon seit einigen Jahren bei Tegut als Erkennungssymbol wiederfindet, wird hier neu interpretiert. Er findet sich beispielsweise in den dezenten Wandbeschilderungen im Dreiklang wieder. Aber auch das Beleuchtungskonzept über dem Kassenbereich ist in Dotform gehalten. Wir haben ungefähr 4 Wochen jetzt auf, haben bis jetzt nur positive Rückmeldungen von unseren Kunden bekommen, die sich sehr freuen über das große rote Backwarensortiment, aber auch über die neuen Breitengänge, die wir dadurch bekommen haben. Ich bin sehr gespannt, wie die Zukunftsmärkte, die folgenden Pilotmärkte werden und freue mich auf weiteres Feedback. Wie ihr gesehen habt, ist das neue Ladenkonzept klarer, frischer und mit eigener Identität. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und sage Tschüss und auf Wiedersehen.